Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The New East World. Ja, beim letzten Mal haben wir uns diese letzte geile Kluft hier gekriegt. Wir haben hier mit Pudding konnten wir einige Missionen aktivieren. Und wir haben auch schon festgestellt, hier haben wir eine neue Welt freigeschaltet. Allerdings sind wir auch noch hier ein bisschen beschäftigt. So. The Windgrave. Hier sind nämlich noch einige geile Level. Hier im zweiten Level haben wir noch nicht alles gefunden. Und da unten scheinen anscheinend die Bossgegner zu sein. Okay, dann gucken wir mal hier nochmal ins zweite Level rein. Um wirklich auch alles finden zu können. Und hopp. So. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass ich... nee, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Dass ich das Spiel weiterspiele, wenn es euch gefällt. Und es schien... Interessant, ich habe eine Überlegung. Wusste ich's doch. Ich habe eine Relikt gefunden, sehr, sehr cool. Okay, wir brauchen trotzdem noch ein Kristall. Okay, das war schon mal nicht... Zack. Okay, den haben wir auch schon mal gefunden. Hier sind die Sachen wirklich extrem geil und saugut versteckt. Das muss ich immer noch wieder sagen und zugeben. Es lohnt sich wirklich, hier alles abzusuchen. So. Klacke die Klacke die Klack. Okay. Na, na, jetzt. Ja, super. So muss das. Hm, den haben wir jetzt schon mal auch. Das kann ein paar XP-Punkte. Was ich hier immer noch sehr verwirrend finde, ist, dass man hier offenbar nirgends weiterkommt. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Oh, entschuldigt. Das war... Telefonski. So. Hm. Uns fehlt hier auf jeden Fall noch immer ein Diamant. Von hier sind wir gekommen, ne? Genau. So, ja, von hier sind wir gekommen. Falls ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, liegt es... Saugeil. Okay, wir haben, würde ich sagen, alles in diesem Level. Jetzt müssen wir nur noch... zum Schluss kommen. Ey, na, runter ist immer so ein bisschen schwierig. Aber krass, ne, dass man sieht die Verstecke hier überhaupt nicht. Man muss ja echt alles absuchen. Was ich finde bei diesem Spiel, das auch noch besonders. Na, komm hier und hier mal. So, sehr sehr geil macht. So, kriegen wir noch ein paar Münzen. Die Kisten können wir eigentlich. Ich dachte erst eventuell kann man sie, zack, die Kisten auch zerschlagen. Das wollte ich mal ausprobieren, aber es scheint nicht zu gehen. So. Okay, zack. Zack, 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 klack. Und wui, wui, piu. Okay, zack, dann können wir jetzt erstmal hier. Oh. Das ist so krass, dass man hier bei der Kiste, das ist tatsächlich sehr gut gemacht. Dann denkt man, man kann auf die Kiste rauf. Dabei ist die nur als Hintergrund Textur zu sehen. Level 2 haben wir komplett durch. Nice. Können wir ins dritte gleich reinstarten. So. The Windgrave 3. Ich guck mal, was hat Ihmchen zu sagen? Okay, wir sind immer noch dabei, 10 Igel zu töten. Ich würde sagen, hier kommen wir auch nicht lang. Gleich ein bisschen Damage kassiert. So geht das aber gar nicht hier. Stirb, Igelchen!
Okay. Erstmal hier alles absuchen. Das ist immer ganz... Oh, oh, klack. Das musste sein. Ich musste ja gucken, ob da irgendwas ist. Replay. So, hier vorne haben wir also schon mal nichts. Das wissen wir schon mal. Zack. Wir haben hier eine kleine Katze stehen. Woo. Ich frage mich, ob das jetzt als zwei Igel zählt, weil im Grunde haben wir ihn ja zweimal getötet. So. Entschuldigt, bitte. Dear God, let me out. Wow. But you are finally here. I was frightened to death. Ja, dafür haben wir dich gerettet. It's all my fault. I'm sorry. I'm involving you in my problems. Ach, Buta. What are you saying? Auntie will keep you and Uncle Gray well. Well fit forever. I will protect you. Why I am here. No harm will come to you. Uncle Gray is very worried about you. Please hurry back to town. Well, be careful. Kusch. Aha. So. Nein, meine Münzen. So, da haben wir jetzt unsere Tante schon mal befreit. So, stirb, Zombie. Nein, mein Zombie. Meine Münze. Zack, zack, zack. Zack. Und... Nein! Als alter Münzenhunter muss man das natürlich... Okay. Das wirkt auch verdächtig. Aber scheint es nicht zu sein. Oh. Hallo Golem-sama. Aua, da bin ich ihm voll in seine Keule gelaufen. Oh, das war knapp. Erstmal die Münze snacken. Na komm. Oh. Verdammt, ich kriege auch noch Damage. So, komm, Potion wäre jetzt gut. So. Klack, die Münze haben wir. So, dann wollen wir mal weiter gucken. In der Hoffnung, dass hier irgendwas ist. Okay, da haben wir schon mal eine Schlange. Nein. Okay, die kriegen wir bestimmt noch gleich. Sieht aus, als ob es da runter geht. Oh, ich hasse die... Na komm. Ja, Mann. So muss das laufen. Oh. Zack. Golem. Auf den Sack. Kriegst du. Von mir. Sau geil. Ha. Okay, probier gerade mal was aus. Nee, da oben ist nichts. Gehen wir mal hier unten weiter. Nein, da war ein Diamant. Alles klar. Da haben wir schon mal den dritten Diamanten. Wir haben hier einiges an Münzen eingesammelt. Unser Tantchen ist immer noch da. So, ein Potion wäre jetzt trotzdem ziemlich nice. Okay, das war daneben. Da ging es schon mal nicht runter. Alles klar, nö, das kriegen wir doch hin. Würde ich sagen, hopp und hopp.
Hopp, 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 und... Ging's ja hier runter. Und klack. Oh, ja. The king sold the soul of his country to the darkness and then disappeared. Ja. Das passiert, wenn man seine Seele an die Dunkle verkauft, dann... Naja, verschwindet man eiskalt. Okay. Jetzt müssen wir immer noch zwei Schätze finden. Hier schon mal nichts. Aber warum ist hier nichts, wenn... Chili! Wenn da trotzdem sowas ist. Oh, habe ich mich erschrocken. Ja, alles klar. Haha, ein Schatz. You found a new receipt. Alles klar, so muss das hier... Oh, ein Krokodil. Check das, Krokodil. Oh shit, ich wurde auch. Hm, hier ist also nichts. Trotzdem geil gemacht, dass man selbst die Verstecke so echt suchen muss. Damn it! Das habe ich nicht kommen sehen. Ah, jetzt dürfen wir alles nochmal sammeln. Scheibenhonig. Die Schlange hat sich verdammt gut getan. Das muss ich hier lassen. Oh, neues Level up. Ich würde sagen, wir gehen... Mehr kritische Treffer, mehr Lebenspunkte. Hm. Mehr Damage. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem auf Lebenspunkte. Erstmal ein bisschen mehr Stamina kriegen. Magiepunkte. Nice. Damn. Spidey. Stirb. Ah, die Münze ist futsch. Klack. So, Nana befreien. Yo, 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 yo. Ab ins Dorf mit dir, Omi. Ciao. Zack, zack. Gab ein bisschen was an Leben. Shit. Das war knapp. Zack. Aus dem Bild nehmen. Die brauchen wir ja nicht regelmäßig. Mützen! Okay. Zack, dann wollen wir hier hoch. Bam. So, wir diesen Riesengolem hier platt machen. Oh, kritischen Treffer. Verdammt, schon wieder in seine riesige Keule gelaufen. So, der ist schon mal weg. Hier ging es ja nicht rein. Okay. Komm, Potion, Potion. Ja! Telefon, was bist du so frech? Ich habe dich doch extra eigentlich leise gemacht, aber das Telefon sagt nein. So. Machen wir das Ganze einfach so. Dann geht das schon. Oh geil, kritische Treffer.
Nice. Da haben wir den zweiten. Sehr, sehr geil. Bitte entschuldigt dies. Hier ging es ja runter, gerade zum dritten. Interessant. Okay, dann wollen wir mal hier oben. Hoppla. Das war nicht ganz richtig. So ist richtig. The King's Hold. Ja, ja, das hatten wir. Gut. Nice. Genau, von hier sind wir hochgekommen. So, genau, hier war ja das... Geil. Das Rezept. Und wir haben gleich noch einen Potion gekriegt. Das ist mal ein ganz guter Lauf, würde ich sagen. Nein! Oh, das war knapp. Da unten sind ziemlich stachelig. Viel Action. Die ziemlich uncool ist. Alter, wenn man... Das ist... Ich finde dieses Spiel einfach so geil gemacht. Nice, die haben wir auch geklatscht. Hier war auch nichts. Sehr geil. Brauche immer noch einen Schatz. Allerdings das Herz, das können wir nicht finden. Nicht mehr kriegen, meine ich. Was ich mich jetzt allerdings frage ist, warum? So, das ist eventuell, damit man auch ohne rüberkommt wahrscheinlich, ne? Ja. Hier scheint noch nichts zu sein. Die da unten kriegen wir nicht, ohne Schaden zu nehmen. So, haben wir uns die trotzdem noch geholt, würde ich sagen. Hier fehlt irgendwo, haben wir was übersehen. Ich will aber trotzdem sagen, wir safen das jetzt erstmal. So. Und suchen jetzt nochmal alles ab. Irgendwo haben wir definitiv was übersehen. Den haben wir. So. Das Ding finde ich hier immer noch mega verdächtig. Na komm, oh, da ist ein Potion. So. Sehr gut. Den kriegen wir eiskalt, also ich bin da guter Dinge. So, komm schon. So, hier war allerdings nichts, also... Da ist ja auch nichts zum Runterklettern. Die Falltüren sind ja auch bisher immer so gewesen, dass du da gleich reingefallen bist.
Okay. Hier haben wir den guten alten Steingolem of Doom. Den dürfen wir nicht berühren, sonst macht er uns hart Damage. Auch an diesem Stein kommen wir nicht vorbei. Hier ist jetzt das Ding. Was übersehen wir? Ich bin verdammt gespannt. Jetzt gehen, würde ich sagen, einfach mal hier unten lang. Also, hier unten. Wow. An der Hoffnung, dass hier eventuell etwas ist. Ach, das war dumm. Was sagt die Map? Okay, schauen wir mal. Wir sind hier. Ich würde sagen, hier irgendwo muss es noch sein. Okay, dann wollen wir mal zurück. Interessant. Oh, Skill, Junge, Skill. Hier ist nichts. Zack. Hier, die haben wir. Doppelkritischen Treffer getroffen. Doppelkritischen Treffer finde ich auch gut. Hier schon mal nichts. Level up. Wir nehmen natürlich mehr Stamina. Ist aber auch nichts. Höchst merkwürdig. Naja, sonst gehen wir erstmal zurück. Und suchen eventuell später danach, genau, ab zum Dorf, um dann erstmal unsere Waffen hier ein bisschen aufzurüsten. Oh, buy something and I'll give you a kiss. Hm. 60 Münzen, dann kriegen wir 6 HP plus. Cool. Soup. Das ist ja geil. Das allerdings holen wir uns jetzt erstmal ein gutes Schwert, würde ich sagen. Das ist ein bisschen schneller, hat eine höhere Reichweite. 350 hat. Wäre allerdings langsamer.
Warte, 17 Damage wäre sehr schnell, hat allerdings eine sehr, sehr kurze Reichweite. Und Schaden schnell und eine lange Reichweite. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Reichweite von 1. Da kriegen wir eine von 3. Haben wir sind schneller und machen mehr Schaden. Dann würde ich sagen, das nehmen wir erstmal. So. Was sagt die Amerition? Das haben wir. Genau, die Assassinenkluft haben wir. Okay, nice. Wir sind wirklich schneller. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Okay, dann gehen wir erstmal zurück und machen erstmal das nächste Level. Oder? Nee, das machen wir, glaube ich, lieber in der nächsten Folge. Bis dahin, haut es mal rein und schönen Tag.